Hallo, meine lieben Freunde, da sind wir wieder zu einer neuen Folge Mapperschaft. Jo, wir müssen abfahren. Getreide. Ich habe gerade in Rekordzeit die beiden Anhänger hier aneinander gekuppelt. Ja. Und jetzt fahren wir hier abtanken. Der Kai kommt gleich auch noch mit dem Fahrzeug. Und dann geht er los hier. Schauen wir, wo die sind. Da unten. Da ist auch schon ein bisschen was drin. Ups. Nehmen wir die mal zuerst. Der macht mich ja schon fast alleine voll. Also muss das sein. So, das ist wunderbar. Sollten wir nach hinten zu dem, den Rest holen? So bleibt er wenigstens am Fahren. Voll die Brütze. So, und heim jetzt damit. Passt perfekt. Ups, ist ein bisschen eng hier. Ach, der Kai hat noch einen, bestimmt noch einen, wie nennt man das noch? Ein Flash irgendwas. Wie heißt das? Ein... ich komme echt drauf. Und jetzt bin ich noch müde. Wir müssen mit was arbeiten! Junge, 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 Junge. Ach Gott, oh Gott. Der Hof, ich... Es geht nicht voran hier. Absolut nicht. Absolut nicht geht's hier voran. Gar nicht.
Jetzt nehmen wir den. So, schön abtanken. So, dann tanken wir den noch ab. Was zum Henker ist denn hier los? Ah. Also irgendwie verstehe ich die Welt nicht mehr. Warum? Warte mal, häng du mal meine an. Warum ist der Röhrlicht denn jetzt hier? Häng meine mal mit an, ich fahr mal einen Gruber holen. Da kann ich schon mal hier grubern. Was sollen wir mit drei? Weißt du? Drei Leuten hier rumstehen. Beziehungsweise ich fahr schon mal düngen. Ich tue das Düngen in die Krempel hier. Das wäre noch besser. Okay, dann mach das. Ja, ich bin in der Agri-Ding kommt jetzt auf dem Laufenden hier. Das ja, ja, alles schon geübt, gelernt, gut gemacht. Oh, jetzt blöde Fass. Hier ist keins, ein Düngerstreuer. Schauen, ob hier was ist. Ich habe mal Miststreuer, okay. Na, geht zu. Nee. Wo ist der denn? Ich hab doch eben noch ein Güllefass hier gesehen. Ladewagen? Mal gucken, was hier drin ist. Schon eine ganz andere Traktor, ne? So, machen wir eine Nummer kleiner mit hier. Das ist kleiner und etwas schmaler. So, wo steht denn jetzt der Güllewagen? Da.
So, lass schon mal fertig hier. Voll da. Der blaue sieht doch schon etwas zu gewaltig aus. Geil, ich komme! Jo. Ich habe mir meinen anderen Schlepper gegönnt. Der eine ist so breit, da passt er fast nicht über die Brücke hier. Muss dir die Nase ein bisschen zuhalten. Ich glaube, es stinkt gleich ein bisschen. Boah, hast du Kacke geholt? Jo. Aber flüssig. Ich hab gehört, das spart richtig Geld. Wenn man das so mit dem Fass macht, weißt du? Ja. Spart richtig Kohle. Das Zeug ist ja eh da. Oh, ob der das schafft? Aus. Und wieder an. Ja, ich habe mich gut gebildet in der Zeit, wo du in Amerika warst, hier. So lange war ich noch nicht weg. Ja. Kannst ja nicht doch, eine ganze landwirtschaftliche Ausbildung innerhalb von einer Woche nachholen. Nein, ich habe aber, anstatt wir immer mit der PlayStation rumzocken, habe ich jetzt mich in YouTube gebildet, was so in der Landwirtschaft gemacht wird. Okay. Naja, nein, zocken mit der PlayStation und so geht ja nicht. Oder nicht gut. Du warst ja nicht da, du musst mich ja anderswertig beschäftigen abends. Hast du dir das Spiel Landwirtschaftssimulator 19 besorgt oder was? Auch, ja. Hm. Genau. Okay. Ja, ja. Soll ganz gut sein, habe ich gehört. Ja, ja. Kann man viel Zeit mit verbringen, das stimmt. Und wie gesagt, es bildet. Da ich ja letztens die ganzen Tätigkeiten unserer Vorarbeiter hier mitmachen musste, da muss ich ja wissen, worum es geht, ne? Wenn ich denen schon was erzählen will. Das hat ganz gut geklappt. So. Wunderbar. Und bei den ganzen Kühen und Schweine habe ich auch jede Menge. Nur bei den Schweinen müssen wir gucken. Das ist etwas weit zu fahren. Aber wenn wir was tun, so ein Zulieferdings, weißt du? Für ein LKW, womit dann jemand das Ding holen kann, fahren. Das Zeug. Sowas bräuchten wir dann noch. Okay, so ein Zubringer oder wie genau, heißt? Genau so heißt es. Ich kam jetzt nicht drauf. Zubringer, Güllezubringer. Ja. Genau so heißen die Dinger. Weil der könnte jetzt in der Zeit, wo ich jetzt hier rumfahre, zum Schweinehof und wieder zurück, weißt du? Ja. Das wäre gar nicht mal so dumm, ne? Ich weiß gar nicht, ob wir so ein Ding überhaupt haben. Bist du doch hier Röhrig und wie heißt jetzt? Krüger müssen das doch wissen. Ich glaube, sowas haben wir nicht. Kann ich dir nicht sagen. Wäre auf jeden Fall interessant. Da können wir das gleich direkt einsehen und dann kann man es nochmal güllen und schon ist es fertig. Muss jetzt hier noch was anderes geerntet werden eigentlich oder war es das? Ich glaube daneben, die Parzelle rechts neben mir. Ja. So. Warte mal, dann funke ich mal diesen Krüger an, wa? Ja. Krüger! Ja. Wollen wir gleich noch die anderen zwei Felder machen?
Mit 29. Was ist hier mit 37 und 40, die hier neben uns sind? Das ist Hafer. Ja und? Erstmal Raps runter. Der Raps bringt Geld. 29 oder was hast du gesagt, oder was? 29. Okay. Erstmal das, was Geld bringt. Okay, Chef. Krüger! Bist du wieder auf der Funk oder was? Weiß ich nicht. Hat er nicht gehört, machen wir nochmal. Krüger! Ja. Sag mal, du bist doch hier Chef der Cousine in Hallenbau und so, in Fahrzeugtechnik. Ja. Haben wir so ein, wie hieß das Ding noch? Ach, Moment. Kai, wie ist das Ding? Gülle-Dings? Umbringer. Ja, genau. Haben wir sowas? Gute Frage. Könnten Sie sonst ansonsten den Röhrich vielleicht, der ist mir eben im LKW begegnet, so ein Ding holen fahren schicken? Ja. Und dann könnt ihr da vom Schweinehof Gülle bringen. Ja, ich schicke ihn los. Das wäre wunderbar. Perfekt. Ja. Weil hier vom Hof kann ich das selber bringen. Ja. Bist du noch da, Kai? Ja. Vom Hof kann ich hier den Kram selber holen, ne? Aber vom Schweinehof, das ist zu weit. Das geht nicht. Zurück das Ganze. Komm gleich nochmal vorbei und hol die anderen Anhänger hier vom Feld, ja? Jupp. Aber gut, meine lieben Freunde. Welche Düngetechnik wir noch anwenden und wie es weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge. Wenn euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Ein Abo wäre ein Träumchen und wie gesagt, wenn ihr mit uns reden wollt oder irgendwelche Fragen habt, kommt einfach auf unseren Teamspeak. Die Nummer dazu steht in der Videobeschreibung. Ja, und dann schon seid ihr bei uns im Teamspeak. Wenn wir da sind. Ne? Aber meistens sind wir jemand da. Bis dahin. Tschüss!